Genau, die Mescher als legendär hätte ich gerne. Dann hätte ich gerne die Aries, glaube ich, hieß ich. Das ist der. Aber, sei gegrüßt! Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in New Haven! Ja. Die Aries, das ist aber eine Pearlescent-Waffe. Das ist hier der höchste Seltenheitsgrad. Das werde ich, denke ich mal, nicht finden hier. Hallo! Am schwarzen Brett in the middle of nowhere sind neue Missionen geschlagen! Dr. Tennis war immer schon gerne für sich. Darum fällt es mir schwer, ihr zu trauen. Rauchsignale. Ermittlung in Old Haven. Oder, ja, Haven, genau. Die Brücken sind geöffnet und wir haben Rauchsäulen in Old Haven entdeckt. Die Banditen können nicht auf das Echo-Netzwerk zugreifen und wir glauben, dass es sich um Notrufe handelt. Natürlich könnte es auch eine Falle sein. Andererseits können wir kein Problem ignorieren, das schlimmer ist als das der Banditen selbst. Ich biete jeden eine Belohnung, der als Kundschafter nach Old Haven geht und herausfindet, was dort vor sich geht. Reaktivierung der Funkstation. Dahl war noch immer stark auf Pandora vertreten, betrieb aber gleichzeitig zwei interplanetarische Funkstationen, die von interstellaren Raumschiffen zum Navigieren und Kommunizieren verwendet werden. Vor kurzem haben sich die Banditen bei den Funkstationen niedergelassen und diese dabei außer Betrieb gesetzt. Jemand muss sich der Sache annehmen, die Banditen vertreiben und den Funkverkehr reaktivieren. So. Das wäre vorerst alles. Also die Aries hätte ich dann, wie gesagt, noch gerne. Die Pestilenz, die Fila und ich hätte noch gerne. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Die Hydra hätte ich auch noch ganz gerne. Das ist eine ziemlich krasse Waffe. Ja, jetzt ist er endlich offen. Schade. Wieder ohne. Mann, ey. Ist die besser als meine? Mal gucken. Schadenstechnisch ist es definitiv, glaube ich, besser. Mal 2 ist auch. 6 ist fast gleich. Feuerrate ist höher. Schaden ist höher. Na gut. Kaufen wir sie uns mal. Verkaufen jetzt mal den ganzen anderen Schrott. Das habe ich jetzt auch wieder verkauft. Die Hydra ist eine Waffe, die schießt abwechselnd jedes Element. Das ist eigentlich recht nützlich. Jetzt behalten wir trotzdem mal wegen einer schnelleren Regeneration, die wir bräuchten vielleicht manchmal. Ich glaube, ich bin jetzt kein Betty Bouncy mehr. Ich hoffe davon, dass ich mal davon die bessere Version noch kriege. Longbow nutze ich sowieso viel lieber. Incendiary Contact. Okay. Aufgeräumt. Kaufen Sie eine Atlas. Wir haben eine Quest zum Abgeben. Ein Unrecht hebt das andere auf. Jet ist dem Banditen beigetreten, hat den Namen Reaver angenommen und seinen eigenen Vater ermordet. Dann hast du Jet getötet. Das ist ja schlimmer, als ich gedacht hätte. Mir wird schlecht, glaube ich. Hier ist deine Bezahlung mit ein bisschen Trinkgeld, weil du weit mehr gemacht hast, als ich erwartet habe. Ich schätze, es ist alles zum Besten, aber bitte kontaktiere mich nie wieder. Ja. Irgendwo verständlich. Die Quest mit Reaver halt, wie gesagt. So, noch ein höheres Magazin. Ah, schade. Haben wir noch nicht geschafft, dass wir 4 haben. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer reinspaziert. Das funktioniert nicht!
Song. Kennst du noch? Okay. Davon mal abgesehen, dass es sowieso weniger Lebenerhöhung gab. So, dann kümmern wir jetzt mal uns um die Quest, ja, bei Crazy Earl. Das hier machen wir erstmal noch später. Old Heaven oder Old Heaven. Wir kümmern uns dann erstmal darum. Aber erstmal nochmal schnell zu Crazy Earl. Crazy Earl's Scrubby Yard. So, die meisten erneuern sich ja nicht, also von daher brauche ich auch gar nicht nachgucken. Die Gegner werden noch stärker. Gucken, die sind ja eigentlich immun. Aber trotzdem mache ich schon genügend Schaden gegen die, dass denn ihre Immunität nicht ausreicht. Was willst du? Mit einem wilden Blick in deinen Augen schnappt sich. Also mit einem wilden Blick in den Augen schnappt sich Earl die Dosen mit Futter. Er schafft es, eine davon zu öffnen, nimmt einen Löffel und beginnt, den kalten Inhalt zu verschlingen. Offensichtlich hat er bereits vergessen, dass du noch hier bist. Bis später. Man stellt sich das irgendwie wie Gollum vor, oder? Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie ändert er mich auch so ein bisschen da dran. Oh Mann. Gut. Hätten wir das hier auch erledigt? Wir können ja mal trotzdem gucken, weil ich meine, bei dem Händler können wir trotzdem die Guten dabei sein, sind es aber nicht. Und ab nach Middle of Nowhere, genau. So, jetzt haben wir hier ein paar neue Quests wohl, angeblich. Das machen wir mal hier. Unwichtig und vielleicht ein paar... Ist das denn hier ernst gerade? Oh, ich fasse. Ist das doch nicht denn hier ernst? Na gut, die Rückstoßverringerung ist richtig. Ja, aber warum gibt's denn da eine... grauen Gegenstand als Sonderangebot. Mann. Alter Ego, die neue Religion. Mhm. Kennst du die Old Lion Abbey oben auf den Overlook? Seit wir uns aus Old Heaven zurückgezogen haben, ist dieser Ort verlassen. Doch ein paar Banditen haben ihn kürzlich wieder eingenommen. Jetzt versuchen sie die Leute zu bekehren und verteilen Flugblätter. Ich bezweifle, dass diese Schwachköpfe wirklich die Religion für sich entdeckt haben. Wir müssen uns ein paar Flugblätter besorgen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Insektenplage. Nach dem Wuchs der Pflanze zu urteilen, die ich außerhalb von New Haven entdeckt habe, vermute ich, dass es etwas in den Schwefelquellen gibt, das als Dünger für die Flora und Pandora geht. Achso, ich brauche Proben von The Riching Seeds und The Fitting... Oh Gott, Cauldron. Oh Mann, ey, was das für Namen sind. Um meine Theorie zu prüfen. Ich würde es ja auch selbst machen, aber die Fundorte werden von Spider-Rans Königin bewacht. Eliminiere diese Quälgeister und ich kann weitere Tests ohne Hilfe durchführen. So, okay. Ein bisschen wieder Munition decken hier. Wie gesagt, direkt noch ein bisschen langsam. Es geht eigentlich, obwohl so schlimm ist es ja nicht. Ich muss mal kurz gucken. Jo. Genau, ich weiß schon, was wir machen. Jetzt.
Dafür kümmern wir uns jetzt mal gleich um diese Insektenplage. Mann. Mach dein Gefährt auf! Wir sind zu langsam. Ich habe immer noch keine Lust, gegen dieses Meet and Greet zu kämpfen. Ich meine, die sind zwar schon leicht unter mir, obwohl wir es ein Level drauf waren. Aber die Waffen, die ich habe, sind halt immer noch nicht so gut. Doch, genau. Bisschen Sieg. Hatte ich hier auch noch eine Probe? Doch, hier war eine, aber da muss man die tatsächlich nacheinander. Na, nee, doch nicht. Nee, so wollte ich eigentlich nicht ran. Na, machen wir es anders. Wir machen es ganz anders, Freunde. Erstmal hole ich nämlich noch eine Quest ab, die hier so ein bisschen Secret ist in diesem Spiel. Finde ich total komisch, warum man sowas macht. So wie Marcus. Marcus wird ja auch nicht erwähnt, dass er eine Quest für uns hat. Das muss man durch Zufall, sag ich mal, mitkriegen. Und dieser Typ hier. Hier steht nämlich mitten in der Gegend einfach so ein Spiel NPC. Und der hat komischerweise für uns auch nochmal eine Quest. Grüner Daumen. Die Blumen hier sehen vielleicht hübsch aus, aber sie haben zerstörende Kräfte. Oh Mann! Geht jetzt her? Nee, gut. Sie haben zerstörende Kräfte. Zerstörerische Kräfte. Sie wachsen überall, wo es Wasser gibt. Du kannst dir bestimmt denken, dass ein kaputtes Wasserrohr ein gutes Problem darstellt. Repariere das bitte. Achso, repariere das bitte, damit ich die Blumen nicht mehr aus meinem Heim vertreibe. Dass die Blumen nicht mehr aus meinem Heim vertreiben. Du musst ein Ventil finden und damit die Wasserpumpe schließen. Ja. Der will uns jetzt erzählen, dass dieses Wasser hier nur wie diesen einen kleinen Rohr steht. Naja. So. Nervigen kleinen Viecher. So, wir können jetzt nämlich endlich hier lang gehen. Wir haben jetzt ja endlich die Erlaubnis dafür. Durchsuche Datenbank! Dein DNS-Check hat ergeben, dass du nunmehr Klasse A-Status hast. Ich senke die Brücke. Toll. Das hätte ich nicht selber machen können, ja? Brücke, ich befehle dir, dich zu senken. Kommt er sich toll vor? Er sagt noch was, oder? Ich glaube, ich kann noch mal mit ihm sprechen. Nö, doch nicht. Dachte, man konnte noch mal mit ihm sprechen. Meinen Messergebnissen zufolge finden wir an der Trash Coast ein weiteres Schlüsselfragment. Leider sind dir die Bewohner von Janestown im Weg und die stinken vor Alkohol und Borniertheit. Sie halten von Wissenschaft so viel wie ich von Musik. Nämlich gar nichts. Oh Mann. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die ganzen Sachen, die auf dem Weg liegen. Oh nee, um die ganz sicherlich nicht. Hab ich keine Lust. Erstmal gehen wir hier hoch. Zum Quest, wo wir die Funksignale aktivieren sollen. Jetzt kann man ja doch mal ein bisschen wieder Munition sammeln. Das ist eigentlich doch auch ganz cool. Falls die andere Waffe nämlich doch nicht hinterherkommt. Muss ja immer nur beim Laufen zu der switchen, nachdem ich ein bisschen gekämpft habe. Dann regelt sich das eigentlich mal von selbst. Man darf es bloß nicht mal vergessen. Erstaunlich ruhig, oder? Dachte man. So, jetzt sind die Gegner auch wieder ein bisschen stärker. Oh, das war aber ein Glückstreffer. Das wird die Schüsse wieder hinter mir. Schon wieder? Was ist denn das? Ignorieren wir mal ganz kurz.
Ist aber nur bei der Waffe hier. Sonst sagen wir bei der Pestilenz oder. Hatte ich das noch nie gehabt. Ich kann ja ausprobieren, was die hier so ist. Oh, erstmal treffen. So, dann aktivieren wir das mal. Oha, auch nur Pistolen. So, die erste hatten wir schon mal ausgerichtet. Zweite muss man noch ganz woanders hin. Das machen wir später. Nur, dass wir schon mal hier waren, dass wir das schon mal mit erledigt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mit den Skills schaffe, noch mehr Munition zu kriegen. Als drei. So, dann halten wir schon mal die nächste Quest mit den Flugblättern hier. Das machen wir auch mal gleich als nächstes. Übrigens habe ich das, glaube ich, schon mal probiert, auf die Brücke da lang zu gehen. Kommt man ja so nie ran, muss man ein bisschen tricksen hier mit Granatenjumps und sowas. Fährt man aber, glaube ich, durch. Ich höre einen. Sehe keinen. In der Nase. Steht mir drauf. Fegefeuer, bla bla bla. Irgendwas Unlesbares, sag ich mal. So. Ah. Okay. Verdammt, ich dachte, das trifft. Ich will einen dummen Schädel treffen. Egal. Oh, das war's schon. Die Quest besteht dann nämlich aus zwei Teilen. Also. Hier ist bestimmt ein Dickerchen, oder? Nö. Also ein großer. Aber hier befindet sich dafür eine große Truhe und vor allem ein Shop. Und eine Shotgun. Ey. Als ich den Shotgun-Charakter hatte, da machte das echt Sinn. Da ist es wenigstens cool gewesen. Dass ich andauernd Waffen für mich kriege, aber hier habe ich irgendwie Pech. Bei dem Charakter. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du hast es nicht. Zum Glück noch gerade reingeguckt. Nicht groß hatte ich dabei. Aber verkaufen mal. Das ist. Die neue, oder? Hä? Ist die noch nicht ausgetauscht? Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate Pistolero in schlechter Form. So, gucken wir mal. Tatsächlich, habe ich noch nicht ausgetauscht. Und Kontakt rausschmeißen. Sehr gut. Haben wir das erledigt. Hier haben wir noch was zum Aufmachen. Flugblatt, was wir eh nicht brauchen. Flugblatt. Seht ihr, und schon ist die Munition wieder voll. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und wenn man die später immer besser findet, umso schneller regenerieren die auch Munition. Ich meine, es ist sowieso nicht mehr viel an Munitionserhöhung hier zu kriegen. Deswegen muss man hier ein bisschen haushalten.
So, jetzt holen wir uns noch das Ventil. Das ist ein Blumenfred. So. Das Ventil war, glaube ich, hier drüben, war. Ja, genau. Hier übrigens ist nochmal gleich noch eine Truhe, die zeige ich euch auch noch. Irgendwie hast du geahnt, dass du das letztendlich eins davon brauchen würdest. Verstehe ich nicht. Sollte das ein Witz sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der gemeint war. Ach, verdammt. Ich dachte, ich steige jetzt noch da ein. Ist da oben? Was ist da oben eigentlich? Ich glaube, hier sind einfach nur ganz viele Spider-Ends. Genau, hier ist eine Truhe. Oh. Granatmod, wa? Healing. 58. Mhm. Komm, bitte, 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 bitte. Pestilenz, Pestilenz. Dann halt nicht. Ja, dann machen wir das halt. Hier kommen wir übrigens nach Old Heaven. Können wir das hier aktivieren? Okay. Hier gibt es aber nochmal einen Händler, den können wir einfach mal kurz anquatschen. Hey, nicht so schüchtern! Los, nach dem Gefährten, wenn du mal Hallo brauchst, immer reinspaziert. Nüscht!